Wen haben wir denn da? Rosalina. Noch nicht. Die kommt in den schnelleren Klassen. Was haben wir denn da Schönes? Was ist das für ein Katzencabrio? Ich brech ab. Gib mir die. Wow, was ist das? Knochenmühle. Ich krieg's ja nicht gepeilt. Rennbike. Longbike. Da ist die Beschleunigung besser und das Handling. Das Tempo ist identisch. Das Ding ist echt schneller. Na gut, solange wir es nicht benötigen, nehmen wir es natürlich nicht. Die Bitch, ja man. So, das noch. Staubtrockene Wüste, Donut-Ebene, königliche Rennpista und DK-Jungle. Okay. Staubtrockene Wüste. Die mag ich auch eigentlich. Die kriegen sie irgendwie alle nicht gepeilt mit dem Blitzstart, ne? Oh, komm schon. Das war natürlich auch wieder sehr geil geblitzstartet. Was ist das für ein Ding vor mir? Der Kuba. Fucking Asshole. See ya. Ja, die ist definitiv auch vom GameCube, von Mario Kart Double Dash. Schon die dritte Map, glaube ich. Das Handling ist aber hier bei Mario Kart 8 deutlich besser. Aber deutlich... Oh, 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 oh. So, rausgejumpt. Hilfsammelzeit, awesome, mache ich ein Video. Ha, ohne Scheiß. Ah, guck mal da. Können wir dann irgendwie Punkte machen? Ich glaube. Ja. Genau. Joink. Also quasi Beschleunigungspunkte. Gib ihm. Ja. Und. Joink. Chiat. Die Pilzwüste. So heißt sie nicht. Ja, natürlich. Pilze suchten sogar. Suchtpilze. Nicht Suche. Also nicht Sucht, sondern Sucht. Und kamen die nicht irgendwann noch runter, diese komischen Viecher? Und neigen sich über einen? Ich glaube nämlich schon. Werden wir sehen. Wahrscheinlich. So, das ist auf jeden Fall jetzt voll. Red Shell. Yeah. Red Shell up your ass. Komplett. So, wieder ein paar Stunts ablege hier. Ja, eigentlich könnten wir sogar drei machen. Ich denke, damit wären wir super schnell hier durch. Aber es geht auch so, offensichtlich. Die Sphinx da ist cool. Ich glaube, das war ein Koopa, ne? Final lap incoming. Ah, shit. Komm schon, go, go, go. Ach, ja, natürlich. Okay, das ist mir egal. Abgewehrt, Bitch. Jetzt kommt der Blaue hinterher wahrscheinlich. Nee. Der Blitz, auch gut. Wow, wow, wow. Die Mucke. Ist nicht sonderlich great. Ja, hier. Hier. Und hier. Joink. Komm schon, das schaffen wir. Das schaffen wir. Yes. Ablege. Und got it. So, 15 Punkte schon mal. Nächstes Rennen. Direkt. Was war denn das jetzt? Es stand eben da. Ja, guten. Donut Ebene 3. Eine meiner Hasskarten aus Sepur Moria Kart, Super Mario Kart. Hab sie, hallo.
gepennt. Obwohl, noch steht hier alles. Und hier ist es, glaube ich, auch nicht so schlimm. Die waren nur auf dem Super Nintendo extrem nervig. Obwohl, ich glaube, hier in 150, 200 Kubik ist er auch kacke. Weil die so kurvenreich ist. Und die blöden Maulwürfe einem halt direkt... Psycho, guten. Direkt in der Phrasen hängen bleiben. Dann weiß ich jetzt mal gekonnt aus. Mehr oder weniger gekonnt. Wenigstens sieht man sie hier kommen. Nicht so wie auf dem Super Nintendo. Obwohl, ich glaube da auch, ne? Nicht sicher. Oh, war da ein blauer Yoshi? Das ist doch nicht N64. Das ist Super Nintendo. Joink. Ziemlich sicher. Allein schon wegen der Mucke. Und dieser abgebrochenen Brücke hier. Oh Gott, nee. Scheiß Rasen. Da hab ich gefailt. Andererseits habe ich aber auch noch einen guten Vorsprung. Läuft. Ah, schade. Jetzt. Nee, doch nicht. Oh shit, mich juckt an der Nase. Das geht gerade mal überhaupt nicht. Komm, irgendwann muss doch einer reinfahren. Wahrscheinlich ich bei meinem Glück. Oh, juckt meine Nase. Fucking. Aber ist egal. Ich muss hart bleiben. Das müssen wir jetzt durchziehen. Ich habe keinen Bock, alles normal zu machen. Und ab dafür. Yeah. Way. Nice. Das war eigentlich ordentlich schnell dadurch. Nope. Denied. Was machen die denn für Geräusche eigentlich? Das ist sehr abnormal. So, komm, go. Fertig. Boah. Gott, juckt das. So, Toadski. 30. Awesome. Nächstes Renner. Komm, 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 tu es. Bananencup, königliche Rennpista N64. British Renner. Gib ihm. Au, kein Blitzstart hinbekommen. Uncool. Komm, Toadie, darum. Ja, Mann, das war mal lange geslidert. Und direkt nochmal. Oh, das war aber nichts. Da wäre natürlich eine Abkürzung gewesen. Theoretisch. Und wegwerfe. Die Hochzeitsglocke, Leute, schon. Ich brech ab. Na du Pilzgesicht. Ah, schade, nicht erwischt. I mean, what the fuck? Oh, natürlich. Unglaublich. Und die Alte ist auch noch direkt hinter mir, ne? Wow. Da hat's aber mal ordentlich gefailt, war's Glück. Yeah. Und gib ihm. Yo. Der war nice. Eigentlich. So, jetzt greifen sie, glaube ich, auch an. Wenn sie denn nicht getroffen werden von einem Bumerang, der gar nicht mir gehört. So, 10 Stück. Awesome. Und ab dafür. Gib ihm. Da unten ist so ein Pilz in so einem Schwanentretboot. Habt ihr das gesehen? Nice shit. Okay, jetzt ist es zu weit hinter mir, um noch was reißen zu können, außer mit einem blauen oder einem roten Panzer. Die olle Kuh. Das war riskant, aber gut. Oh, fuck me. Alles klar. Das war dämlich.
Warum habe ich das auch gerade parallel versucht? I don't know, aber das hat mich ein bisschen Vorsprung gekostet. Ja, super. Blaukraut bleibt Blaukraut und Brautkleid bleibt Brautkleid. Du sagst es. Da ist wohl was dran, tatsächlich. Okay, cool. In die Richtung muss ich gerade gar nicht gucken, also stört mich das jetzt nicht wirklich. Außer, dass auf dem Toad alles reflektiert. Jetzt nicht mehr. Habt ihr das gesehen, ey? Leckt mich fett. Das war richtig knapp. Zentimeterarbeit quasi. Und got it. 45 und direkt nächste. Er hat gerade noch irgendwas in den Arsch bekommen. Das habe ich auch nicht so ganz realisiert gerade. In der Arsch hat er es bekommen. Ach ja, The Banana Cup, DK Jungle. Okay. Letztes Renne, geht ab. Mit Donkey Kong Mucke sogar. Was zur Hölle? What was that? Naja gut, wenigstens hat's den dann erwischt. Gut, hat uns jetzt überhaupt keinen Vorteil gebracht, der Mist, den ich da gerade gerissen habe. Aber da siehst du schon, 50 Kubik ist teilweise sogar zu langsam, um irgendwo rumzukommen, ne? Ja, Mann. So ist es. Und ab dafür. Die Dinger. Ah! Erst wenn ich hiermit durch bin, danach kommt 100. Und 125 Kubik gibt's nicht. By the way. Damn, die Mucke ist schon wieder so abgeranzt. Oh shit, das war nix. Jetzt hat's geklappt, nicht so wie vorhin. Guten Vorsprung, es hält sich in Grenzen. Viele Münzen gibt es hier irgendwie auch nicht auf der Strecke. Und dann let's get it on. Na gut, die hätte ich eigentlich mitnehmen können. Aber andererseits, so passt es auch. Joink, joink, joink. Ja, ich wollte dir nur sagen, wo der 25er Renne gibt es nicht. Och ja, natürlich. Komm, lande halt mal. So, noch eine Runde. Die schaffen wir ja wohl noch. Bevor mir die Phrasen einschläft. Oh, Geschwindigkeitsmangel, by the way. Triple Pilz wäre mal wieder nice, aber nein. Gibt's den hier überhaupt? Ja, ich glaube schon. So, endlich 10 Münzen zusammen. Wieder mal Zeit. Weiß nicht, ob wir die vorher schon mal hatten. Wahrscheinlich. Hast du gedacht, Froggy, hä? Froggy! Alles klar. Bam, bam, bam. Einmal darum. Und einmal komplett darum. Easy. So, ab dafür. Leck mich doch. Ich finde das unmöglich, ohne Scheiß. Guck mal, wie kurz davor das jetzt war. Und dann kommt wieder so ein scheiß blauer Panzer. Der gehört echt zugeschissen und vergrabe. Scheiß Panzer. Ja. Did it. Ziehen wir uns noch die Highlights wieder rein. Lol.
Wenn dann mal Highlights kommen, das ist natürlich immer so eine Sache. Donut Plains 3. Hat er die Taube verjagt. Toad hat's voll drauf. Das war ein Highlight. Und in der Arsch getroffen wurde. So, schauen wir mal. Yeah. Banana Cup, 3 Sterne erledigt. Blattkrab freigeschaltet, neue Charakter, neues Fahrzeugteil. Fucking awesome.